Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist es das neue Erscheinungsvideo für die Bücher, die im April 2014 neu erscheinen. Ja, für alle die neu auf meinem Kanal sind, hallo und Dankeschön. Und ich werde ab und zu mal auf meinen Bildschirm gucken und dann da einiges ablesen und mir die Cover angucken und so, weil ich dazu einen Blog-Eintrag schon gemacht habe. Ich werde euch dann gleich die Bilder von den jeweiligen Büchern einblenden und euch dazu ein paar Sachen erzählen. Diesen Monat habe ich das ein bisschen kürzer gefasst, weil im letzten Monat ja so viele Bücher kamen, habe ich dieses Mal 5 Bücher ausgewählt, eine Fortsetzung ist darunter und 2 Bücher, in denen ich mich sogar wiedererkenne, was ein bisschen gruselig ist und die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie mir kaufe, natürlich viel größer macht und euch vielleicht auch. Und wir fangen dann gleich mal an. Das erste Buch ist Die fünfte Welle von Rick Yenisi, vielleicht? Ihr seht ja, wie er geschrieben wird. Das erscheint am 14. April 2014 und es geht um Cassie. Und zwar lebt Cassie in einer, ich würde mal sagen, apokalyptischen Welt. Und zwar kamen die anderen. Wer oder was die anderen sind, weiß ich nicht so genau. Es hört sich auf jeden Fall an, als wären es irgendwie Aliens oder sowas. Und mit diesen anderen kamen die ersten 4 Wellen. Die erste Welle brachte die Dunkelheit, die zweite Welle die Zerstörung, die dritte ein tödliches Virus und nach der 4. Welle gibt es nur noch eine Regel fürs Überleben: traue niemandem. Durch diese anderen und diese 4 Wellen hat Cassie leider alles verloren, all ihre Familie, ihre Freunde und ihr kleiner Bruder, der ihr anscheinend kurzfristig noch geblieben ist, den haben die anderen halt auch noch mitgenommen. Und alles, was sie jetzt noch besitzt, das passt in einen Rucksack und das ist natürlich irgendwie ganz schön traurig. Und ja, sie ist halt dann, denke ich mal, auch ein Survival, ich überlebe hier alleine Mädchen und hat irgendwie keinen Bock auf andere. Und dann begegnet sie aber Evan oder Evan Walker. Dieser rettet sie, nachdem sie auf der Flucht von den anderen angeschossen wurde. Und sie weiß ja eigentlich, dass sie ihm nicht vertrauen sollte, aber naja, letztendlich hat sie ja doch nichts zu verlieren und dann muss sie mal herausfinden, was die grausame fünfte Welle für sie bereithält. Und ja, das Cover finde ich irgendwie sehr schön und einfach auch die Geschichte hört sich auch gut an. Ich kann das noch nicht so ganz einordnen. Ich denke, es ist eher ein apokalyptischer Roman. Bei der Dystopie ist es ja dann so, dass, also bei der Apokalypse ist es so, dass es noch im Stadium die Welt geht unter ist, und bei einer Dystopie ist es ja so, dass es dann in dem Stadium, die Menschen haben etwas geschaffen, um zu überleben, und deswegen ist es hier mehr so ein apokalyptischer Roman, der, finde ich, sehr gut aussieht und sich eigentlich auch sehr gut anhört. Gefunden habe ich den bei den englischen Booktubern, die den ja schon haben dürfen, und fand den einfach so toll. Und dass die Hauptfigur nur Cassie heißt, ja, ne, das ist, hat vielleicht auch noch so ein bisschen dazu beigetragen. Ja, das war das erste Buch, die fünfte Welle. Jetzt kommt das zweite Buch, das, glaube ich, ein Anfang von einer Reihe ist. Und zwar ist das Obsidian, Schattendunkel, von Jennifer L. Armentrout. Ich denke, das ist eine Franzosin. Armentrout oder so. Keine Ahnung. Das erscheint am 25. April 2014. Und, ja, das, es geht um Katie. Katie ist gerade erst umgezogen und es soll ein kleines, großes, dunkles Geheimnis über ihrem winzigen Städtchen liegen. Ach, das ist schwer zu erklären. Ich lese euch das mal vor. Also, ein dunkles Geheimnis scheint über dem winzigen Städtchen zu liegen, in dem die 17-jährige Katie gerade erst umgezogen ist. Im umliegenden Gebirge sollen merkwürdige Lichter gesehen worden sein. Leuchtende Menschengestalten. Viel schlimmer aber findet die leidenschaftliche Buchbloggerin Katie jedoch, dass die nächste Bibliothek meilenweit weg ist und sie kein Internet hat. Bis sie beschließt, bei ihrem Nachbar zu klingeln und ein Junge, der die Tür öffnet, so düster und geheimnisvoll wie der Ort selbst. Demon? Ich weiß nicht, wie das ausspricht. Daemon Black. Ja, und allein schon durch dieses kleine, die leidenschaftliche Buchbloggerin Katie
ist es ja schon so, dass wir das eigentlich alle kaufen müssen. Also es hört sich an sich schon mal recht interessant an, auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, worum es jetzt geht. Aber es geht um Katie, die leidenschaftliche Buchbloggerin, die irgendwie eingeschlossen ist in ihrer in ihrem Dörfchen und nicht zur Bibliothek kommt. Und da ist die erste Frage, die sich mir natürlich stellt: Mädchen, hast du keinen Sub? Wie machst du das? Aber sonst auf jeden Fall ein Buch, das sich sehr interessant anhört, wo mir auch das Cover sehr gut gefällt. Und ja, Buchbloggerin, das ist doch mal wieder ein Buch, wo wir uns alle richtig mit der Hauptfigur identifizieren können. Und deswegen, ja, muss ich mir das Buch wahrscheinlich am 25. April mal gönnen. Dann kommt ein Buch, das eigentlich ja nicht so meine Sparte ist, weil es irgendwie ein Liebesbuch ist. Aber ich finde die Idee einfach toll und. Ja, es geht um Wo immer du bist von Cillian Bubsy. Ich hoffe, der Busby, keine Ahnung. Das erscheint am 15. April 2014 und ja, ich glaube, ich lese euch das auch mal vor, weil einige Sachen sind schlecht zusammenzufassen. Also, nach einem Mountainbike-Unfall landet der 17-jährige West im Krankenhaus. Er kann nicht sprechen, sich nicht bewegen und muss befürchten, für immer gelähmt zu bleiben. Ans Bett gefesselt bekommt er nachts Besuch von Olivia, die im Zimmer li nebenan liegt. Das Mädchen fasziniert und verunsichert ihn gleichermaßen. Nacht für Nacht wartet er auf sie. Als es West besser geht, zeigt Olivia ihm das Internet. Zeigt Olivia ihm im Internet, Gott, wie sie früher war. Eine leichtfüßig tanzende Ballerina. Warum sie nun schon so lange im Krankenhaus ist, will sie ihm allerdings nicht erzählen. Schließlich hat West die Chance, nach einer riskanten Operation wieder ganz der Alte zu sein. Olivia hat Angst, dass West sie danach vergessen wird. Doch er verspricht ihr, sich um sie zu kümmern. Als West sein Versprechen nach der erfolgreichen Operation einlösen will, muss er jedoch eine grausame Wahrheit erkennen. Das Mädchen Olivia liegt seit 3 Jahren im Koma und die Begegnung mit ihr hat West in einem Zwischenbereich erlebt. Doch es gibt einen letzten Liebesbeweis, den Wes für sie erbringen kann. Und ja, ich finde die Idee einfach interessant. Also, dass es da also dass er lag dann ja auch im Koma und dass die beiden sich irgendwie gesehen haben beim Koma sein. Und ich frage mich, ob er sich jetzt nochmal mit dem Mountainbike irgendwo runterstürzt, um nochmal ins Koma zu fallen, um mir nochmal zu sagen, weißt du was, ich bleibe jetzt hier oder sowas. Und irgendwie hört sich das einfach alles sehr. Also, es hört sich an wie eine gute Idee. Und wenn die Umsetzung jetzt auch noch gut ist, dann kann das. Das hat Potenzial des Buchs. Hört sich auf jeden Fall richtig, richtig gut an. Und ja. Viel mehr brauche ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Es erscheint am 15. April 2014, habe ich ja schon gesagt, ne? Das nächste muss ich, glaube ich, auch vorlesen. Und zwar geht es um Die Menschen und ich von Matt Haig. Das erscheint am 1. April und ist wahrscheinlich doch irgendwo auch ein April-Scherz. Und zwar, ja, lese ich euch das auch vor, weil das auch ein bisschen schwieriger ist. In einer regnerischen Freitagnacht wird Andrew Martin, Professor für Mathematik in Cambridge, aufgegriffen, als er nackt eine Autobahn entlang wandert. Professor Martin ist nicht mehr er selbst. Ein Wesen mit überlegener Intelligenz von einem weit entfernten Stern hat von ihm Besitz ergriffen. Dieser neue Andrew ist nicht begeistert von seiner neuen Existenz. Er hat eine denkbar negative Meinung von den Menschen. Jeder weiß schließlich, dass sie zu Egoismus, übermäßigem Ehrgeiz und Gewalttaten neigen. Doch andererseits. Kann eine Lebensform, die Dinge wie Weißwein und Erdnussbutter erfunden hat, wirklich so grundschlecht und böse sein? Und was sind das für seltsame Gefühle, die ihn überkommen, wenn er die Bassi hört oder Isabel, die Frau des Professors, in die Augen blickt? Ja, das ist mal wieder ein ganz anderes Buch, das sich, glaube ich, also generell so ein bisschen mit der Thematik Mensch beschäftigt und ich aber irgendwie doch interessant fand und auch das Cover hat mir gut gefallen. Und ja, da weiß ich auch gar nicht, was ich da großartig zu sagen soll. Das erscheint, habe ich das gesagt? So, ja, am 1. April habe ich gesagt, ne? Oh, ich bin ein bisschen doof. Im DTV Premium Verlag. Und ja. Kommen wir zum letzten Buch. Und zwar ist das letzte Buch die einzige Fortsetzung, die ich in diesem Monat für euch rausgesucht habe. Das werde ich wahrscheinlich falsch aussprechen. Also der erste Teil hieß Inkarzaron. Das konnte ich noch aussprechen. Der zweite Teil heißt Sapphic
SAPPHIQE. Fliehen heißt Leben von Catherine Fisher. Erscheint am 29. April 2014 und ist der Abschluss der Dialogie von dem ersten Teil halt, Ikatheron. Die Cover dieser Reihe finde ich beide unglaublich schön. Und ich freue mich auch, dass die Reihe endlich abgeschlossen ist, weil dann kann ich sie endlich lesen. Und ich habe ja schon von vielen gehört, dass das Ikatheron so toll sein soll. Ich wollte mir Ikatheron ja auch holen, aber ich habe ja irgendwie wieder keinen Bock auf eine unabgeschlossene Reihe gehabt und jetzt ist die Reihe abgeschlossen und das freut mich. Ich kann euch leider nicht viel dazu sagen, denn ich möchte mich nicht spoilern, ich möchte euch nicht spoilern. Ihr könnt ja mal nach Ikatheron gucken, beziehungsweise ich verlinke euch ja meinen Blog-Eintrag unten in der Infobox und da werdet ihr dann die Verlinkung zu dem Buch auf Amazon finden und da werdet ihr dann wahrscheinlich auch Ikatheron finden und könnt euch dann dazu ein bisschen belesen. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, es ist eine zweibändige dystopische Saga und es geht ums Gefangensein und es sieht einfach unglaublich gut aus. Ich finde sogar, glaube ich, weil ich mehr so auf Blautöne stehe, das Cover vom zweiten Teil noch besser als das vom ersten Teil. Wenn ihr wisst, wie man das ausspricht, schreibt mir das mal in die Kommentare. Wäre vielleicht ganz hilfreich für mich. Und ja, dann sage ich euch nochmal, was alles erschienen ist. Und zwar erscheint versuche das mal chronologisch zu machen. Am 1. April erscheint Die Menschen und Ich von Matt Haig. Das war die Sache mit dem Außerirdischen und dem Professor, der nackt über die Autobahn rennt. Dann kommt am... Warte. Ja, noch am 14. April Die fünfte Welle von Rick... Yancy mit der Hauptperson Cassie, die herausfinden will, was die fünfte Welle für sie bereithält und die auf Evan Walker trifft. Dann am 15. April erscheint Wo immer du bist von Cillian Busby und das war die Sache mit den zwei Liebenden, die sich auf der Koma-Ebene getroffen haben. Dann erscheint am 25. April Obsidian Schattendunkel von Jennifer L. Armentour. Und da ging es um die leidenschaftliche Buchbloggerin Katie, die ja die nächste Bibliothek leider nur meilenweit weg von ihrem neuen Heimatort hat. Und aus irgendwelchen Gründen hat die Frau keinen Sub, wie auch immer sie das schafft. Und dann ist am 29. April das Erscheinungsdatum des zweiten Bandes der dystopischen Saga. Und zwar ist das SAPPHIQE. QUE, Fliehen heißt Leben von Catherine Fisher. Und das waren die fünf Bücher, die ich diesen Monat für euch zum Vorstellen hatte. Schreibt mir in die Kommentare auf, welche Bücher ihr euch davon schon freut und ob ihr vielleicht schon Ikatheron gelesen habt und ob ihr euch auch so darüber wundert, dass die Frau keinen Sub hat. Und ja, dann sehen wir uns auf der Endcard. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Unter mir findet ihr meine letzten beiden Videos. Ich weiß leider noch nicht genau, was das ist, aber es ist bestimmt irgendwas mit Büchern oder es ist ein Vlog. Das kann auch sein. Und es ist auf jeden Fall nichts Schlechtes, denn ich setze euch hier ja nichts vor, was ich mir nicht selber angucken würde. Ganz unten in der Infobox findet ihr meine Links. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Die Links zu Facebook, Instagram, Goodreads und meinem Blog, wo ihr mich fast überall außer auf Goodreads und Instagram, wenn man da keine Nachrichten schreiben kann, erreichen könnt. Ihr könnt mir immer gerne Videovorschläge senden. Ihr könnt mir einfach mal so schreiben. Ihr könnt mir generell Verbesserungsvorschläge senden. Aber bitte nichts, was mit dem Licht zu tun hat, denn daran arbeite ich generell schon. Ich hoffe aber, dass euch das nicht allzu sehr stört. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr euch jetzt auf mehr Neuerscheinungen freut als sowieso schon, dass eure Wunschliste gewachsen ist und dann, dass wir uns auch hoffentlich bei meinem nächsten Video wiedersehen. Tschüss!